Ein wunderschönes Hallo bei Sniper Elite 3. Wieder mal an dieser Stelle. Für euch jetzt nicht so oft, für uns dutzende Male. Wir haben ja schon mehrmals versucht, irgendwie diesen Teil dieser Kampagne nochmal zu beenden. Immer wieder ist es daran gescheitert, dass, ja, diese drei Offiziere da zufallsgeneriert sind, beziehungsweise es vom Zufall abhängig ist, welchen Offizier wir folgen müssen. Er nimmt dann auch unzufällige Pfade etc. Das alleine ist noch nicht unbedingt das Problem. Das Problem ist nur, dass man bei sowas häufig dann auch mal scheitert und es wiederholen muss. Danke für die Geräuschkulisse. Bitte. Was ich dazu sagen wollte, ist, dass wenn wir scheitern, was bei so einem Zufallding nur, ja, wahrscheinlich ist, wir die gesamte Kampagne von neu beginnen mussten, weil irgendwas mit dem Safe Game nicht funktioniert hat. Wir haben jetzt scheinbar eine Lösung gefunden, weswegen wir uns jetzt auch ein bisschen anders anhören, beziehungsweise der Ton ein bisschen anders ist. Wir sind einfach mal, ja, haben uns einfach mal besucht, um ein besseres Internet zu haben, um deshalb eine bessere Verbindung zu haben. Und scheinbar läuft es dadurch um einiges besser. Hoffen wir's mal. Hier, Leiter runter. Wir müssen da die Leute, ne? Und wir haben es tatsächlich mehrere Male, tatsächlich auch schon Stunden damit verbracht, diesen Fehler irgendwie, ja, also herauszufinden, woran das liegt. Deshalb sind wir nicht mehr so begeistert, dieses Spiel zu spielen. Ich zumindest bin so ein bisschen, wie sagt man so schön, salty. Aber auch nicht so richtig, aber auch schon so richtig. Also gar nicht so richtig. Hier werden wir gleich in die Zange genommen von den beiden. Achtung, links, 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 links. Ja. Der kommt dann hier hoch, ne? Das könnte schon wieder ein großes Problem werden. Ach, und hier ist ja auch keine Mauer. Ja, super. Ich bin gleich im Eimer. Kannst dich rechts runter plumpsen lassen. Da ist er. Ach so. Habe ich gemacht. Ich auch. In letzter Minute, glaube ich. Okay, jetzt müssen wir auf den anderen aufpassen, dass wir den aus dem Weg gehen. Nicht, dass er sich zum Beispiel wie jetzt sofort umdreht. Was man halt so macht, wenn es unterwegs ist. Na. Also, wir müssen diesen Offizier verfolgen. Der holt sich dann wohl irgendwo tolle Akten, die wir brauchen. Oh, der andere ist immer noch gelb auch, ne? Und direkt hinter uns. Ja. Und ihn dann ausschalten. So, jetzt war er in dem Haus, in dem er sein sollte. Töte den Offizier, nimm die Infektion an sich. Okay. Wir müssen es jetzt nicht unbedingt wie ein Unfall aussehen lassen, wenn ich das richtig sehe. Das ist nur eine Nebenmission. Ja. Soll ich ihn dann einfach schießen, wenn es geht? Ja. Quasi jetzt gleich? Ja. Oh, ich... So. Scheibenkleister. Ja, mach mal. Das hat alles hier überhaupt nicht... Ach du Grüne. Ich bin schon jetzt durch. Von vorne kommt der andere. Ja, ich will schnell die Infos. Ah ja. Schön. Schön, schön, schön. Alles Kacke. Ich soll den Panzer zerstören. Ja. Meinst du, wir dürfen die anderen jetzt mittlerweile umbringen, oder? Ja, ja, ja. Ich bin schon drauf und dran. Wo schießt der denn hin? Hä? Gibt doch überhaupt keinen Sinn. Gut, der ist weg. Wo ist der Panzer? Der fährt hier irgendwo. Hier ist aber auch noch irgendein Dude. Den möchte ich hier nicht haben. Hm? Der andere Offizier oder sowas wahrscheinlich. Ach, der ist da ganz da hinten. Nee, nee, ich meinte... Hier eher den da. Jetzt, ja, jetzt stehe ich in dem Typ dran. Das ist doch wieder ein... Jetzt. So. Immer noch nicht. Ich sehe hier nichts. Du musst mir helfen. Oh, da stand er direkt hinter der Mauer und ich konnte nicht erschießen, weil ich zu nah an dem dran stand. Der Panzer fährt wohl auf einer Straße lang. An einer Stelle ist ein LKW per Zufall geparkt, voll mit Sprengstoff. Ich glaube, das kann man verbinden. Dann macht. Zerstöre den Panzer und verlasse die Stadt. Das klingt wie meine Morgenroutine. Ja. Okay, wo ist das? Ich habe den Überblick verloren. Ja, an der Straße hätte ich was gesagt.
Achtung. Oh. Oh, ein Sniper, der jetzt rot ist. Puh. Okay, ich kümmere mich hier um die Leute oder um den Panzer. Probier mal, ja. Dann kümmere ich mich als allererstes da mal um den Offizier hier hinten. Vielleicht sehe ich noch jemanden auf dem Weg. Oh Mann. Ich höre den Panzer. Bist du sicher, ja? Ja. Ich höre den Panzer, aber sehe ihn nicht. Ja, ich auch nicht. Wieso so Stromaggregat? Jetzt gleich Panzer die Map verlassen. Game over. Ja, gut möglich. Aha. Ach. Jetzt muss ich der Heinz hier erstmal beruhigen wieder, damit ich dann nicht so sehr wackel. Das Dumme ist, ich habe den Panzer eben auch gesehen. Ja. Und jetzt, ist er weg. Ist er weg, ja. Oh, da kommt er. Das ist doch gut. So, der Offizier ist schon mal weg. Ich höre den Panzer nur so extrem laut. So. Ah, Mann. Hast du den Timer gestartet? Nee, hat er nicht. Okay, dann müssen wir nach Gefühl gehen. Super. Ja, ich bin noch gut. Okay. Der Panzer, wo ist der? Der guckt da oben rum. Wo ist da oben? Bei mir in der Nähe. Aber okay. Leider nicht genau da, wo ich bin. Ey, ich komm mal bei dir rum. Was? Vorratsspeicher? Hä? Was? Ja, ja, klar. Optionales Ziel erledigt. Kein Problem. Gerne doch. Ja, ich kann das. Ach, das warst du? Natürlich. Ich bin auch so blöd. Wir müssen einfach nur dem Sternchen folgen. Aber das steht fest. Ach so. Dann müssen wir einfach nur den Panzer kaputt machen. Ja, wenn er denn mal vorbeikommen möchte. Das hört sich so an, als ob der hier gleich... Da ist er! Hey, hallo Panzer! Kannst du mal markieren? Ja, schwierig. Moment. Danke. Bitte. Da ist der Panzer. Ist sowas. So, und jetzt? Auf die Lüftungsklappe schießen oder Landminen oder was machen wir? Du kannst vorher panzerbrechende Munition auswählen. Wie denn das? Frage ich mich auch. Hat man ja anscheinend. Ich nicht. Anscheinend. Oder halt Landminen setzen und dann bleibt er zumindest stehen. Oder halt hinten in die Kühlrippen schießen. Sollte ja auch gehen. Also von hier aus kann ich ihn gleich mal gut in die Kühlrippen schießen. Dann tu das. Dann mach ich das. Ach Mensch. Ja, sorry, wenn ich so ein bisschen motivationslos klinge und so weiter, aber ich habe ja schon erwähnt, es waren tatsächlich mehrere Stunden. Och, jetzt dreht er sich um. Uiuiui. Natürlich. Mehrere Schüsse mit der Panzerfaust, das interessiert ihn nicht. Ein Schuss mit einem Gewehr in die Kühlrippen, er ist komplett im Eimer. Also ich habe zweimal mit der Panzerfaust. Ich dachte, das wäre mein Treffer gewesen. Achso, du hast auch. Du hast drauf geschossen? Ich dachte, ich soll das machen. Ich habe zweimal mit der Panzerfaust drauf geschossen. Ja, ja, ich hatte gerade im Visier. Ach so. Hat sich gerade so gedreht, dass ich auch von hinten drauf schießen konnte. Dachte ich mir, naja, warum nicht? Na ja, gut. Ja, vielleicht haben wir dann einfach mit geballter. Was auch immer, genau. Irgendwas Geballtes halt. Da fliegt der Offizier. Hammer hinbekommen. Termwerk und so. Mhm. So, jetzt müssen wir nur noch die Stadt verlassen. Oder da hinten optionales Ziel zerstören. Jetzt ernsthaft? Ich weiß ja nicht.
muss ich kurz mal gucken. Warte mal. Können auch noch das optionale Ziel zerstören. Also da, wo hier diese Kompassnadel ist mit 100, ja, ja. Was? Nimmst du die linke, die 51 ja. Meter, und ich latsche da hinten zu den 150. Ach so, ja. Ja. Das sind ja zwei. Ja. Aber jetzt habe ich keine Lust mehr. Vor allem, weil du die nähere nimmst. Nee, alles gut. Ja. Oh, ich habe hier eine halbe Armee auf Rot hier links. Siehst du das hier bei mir auf der Map? Nö. Bei mir ist alles super knorke sauber. Die sind wohl alle an der Wand gepresst oder was? Ach so, das sind hier noch die Geschütztürme hier, die ja, Gedingsten. Genau, da stehen die wohl auch alle drumherum. Ja. Bei mir nicht. Na toll. Da habe ich mich vorher schon drum gekümmert. Dass sie nicht drumherum stehen, meinst du, ja. Ja. Ganz wirklich. Hab ich gemacht. Ich war das. Ja. Ja, dann könnte ich ja auch noch eigentlich. Ah ja, hast du auch, okay. Kurz am Überlegen. Ach komm, machen wir das nochmal, dann gibt auch nochmal Punkte hier. So. Mal schnell hochgeeiert. Da war das. So, Scharfschützennest. Wow, bist ein Profi. Wie hast du das so schnell gefunden? Tja, ich kann das halt. Ja. Weil es auf der Map markiert ist. Naja, wollen wir jetzt raus oder? Ja, ja. Okay. So. Jo, hier ist ein Tor, ne? Ich glaube, da müssen wir hin. Ja, dann gehen wir da. Panzer ist hinüber. Offizier ist hinüber. Dann gibt's gleich eine Cutscene. Wahrscheinlich. toll. Das war's sicher, du. Entschuldigung. Ach stimmt, jetzt kommt der... Oh ja, der Teil. Einfach eliminieren. Ne, müssen wir noch. Vielleicht ist auch noch einer. Kriegst du den? Ich versuch's. Ja, Mann, ey. Ich hab mal für dich rot gemacht. Sehr gut. Das ist nur noch der. Kriegst du ihn? Ich versuche hier irgendwie durch das Zeug zu schießen. Das kannst du vergessen. Ich hab mal für dich gemacht. Na wunderbar. So. Hä? Ich würde sagen, dann sind wir quitt. Nicht wahr? Wenn Sie das sagen. Das ist einfach herrlich. Wahnsinn. Weißt du, der ganze Innenhof war leer, da kommen die rein, das sind erst mal 5 Scharfschützen, die mal umfallen müssen, dann ist, ja, da kommt. Oh Mann. All die Stunden, die wir dafür aufopfern mussten, um diesen kleinen Schnipsel zu erreichen. Herrlich, toll. Ja. Wer sich jetzt wundert, warum ich immer wieder gesagt habe, ja, das war ja diese schnell und so weiter, wir haben auch geschaut im Walkthrough, um zu gucken, wie viel da hinten dran noch kommt. Um eben zu schauen, ob wir halt den Teil einfach weglassen, weil es halt nicht funktioniert hat mit dem Safe Game und wir wussten nicht, ob es an der Map liegt oder nicht und hin und her. Deshalb haben wir uns schon mal durchgelesen und wussten die einzelnen Punkte. Ich dachte, das wird aber echt spektakulärer als das, was es jetzt war. Du hast auf Weiter geklickt. Ja. Kommt jetzt hier noch was? Aus Walls Notizbuch geht der Standort seines persönlichen Hauptquartiers hervor. Ein Außenposten an einem Gebirgspass. Aufklärungsmissionen ergaben, dass hier eine größere Einheit stationiert ist und die zerstörten Panzer deuten auf eine Tiger-Division hin. Walen muss paranoid sein, was die Sicherheit betrifft. Zu Recht, vermutlich, nach dem Verrat in Siva. Obwohl es die Sache noch komplizierter macht, in sein Hauptquartier vorzudringen und ihn ausfindig zu machen. Er hat sich in den Ruinen eines uralten Monuments im Bergmassiv niedergelassen. Ich muss mich langsam durch den offenen Pass bewegen.
Mein Gewehr wird sich über mangelnden Einsatz nicht beklagen können. Es wäre gut, ein paar Landminen einzupacken. Und vielleicht kann Brauer Ziele für mich ausmachen. Er hat einen guten Blick dafür, wo Ärger drohen könnte. Naja, dann haben wir jetzt auch das Briefing, ne? Wunderbar. Ja. Ja, genau. Also wir haben halt eben innerhalb der Fehleranalyse versucht herauszufinden, was man vielleicht machen könnte, zu schauen, ob wir den zur Not wegschmeißen, den Teil. Und jetzt haben wir eben etliche verschiedene Spielstände und Aufnahmen und hin und her. Und ich habe noch keine Ahnung, wie ich das zusammenwürfel. Das wird jetzt noch wunderschön. Wir haben nämlich dann halt versucht, den nächsten Teil, also die nächste Kampagne, die jetzt vorgestellt wurde, hier Kasarin Pass oder wie auch immer das heißen soll, zu spielen, um zu gucken, ob da das Safe Game funktioniert und hin und her. Das hat dann teilweise auch nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie man das machen soll, aber irgendeine Lösung wird es geben. Müssen wir mal schauen. Merkwürdig. Joa. Was also haben wir eigentlich jetzt? Jetzt haben wir schon die Vorszene für die nächste. Ja. Also. Müssen wir mal gucken. Also ich würde auf jeden Fall jetzt erst einmal sagen, dass diese Folge vermutlich eine kürzere wird, aber ich bin gerade echt durch und ich muss mich kurz von Schneiber Elite erholen, weil mich das ziemlich nervt, dieses ganze Gedöns. Und es auch, also jetzt funktioniert es scheinbar wegen der Internetverbindung. Aber davor gab es nie irgendwelche Anzeichen, dass die Internetverbindung nicht funktioniert hätte. Nur bei diesem Safe Game. Und das ist irgendwie auch wieder merkwürdig. Ich kenne mich da nicht genug aus, aber also technisch nicht genau aus, um zu wissen, wie das funktioniert. Aber naja, irgendwie, keine Ahnung. Ich bin durch. Mich nervt das Spiel. Deshalb, wenn Phase nicht noch was hat, hat er nicht. Vielen Dank fürs Schauen. Euer KV. Beobachte euch das Tier mal, markiere den richtigen. Hä? So. Welcher ist jetzt der richtige? Tja. Er hier. Und? Der mit dem Sternchen. Ja, und noch wichtiger, hat das Spiel überhaupt gespeichert? Das weiß ich nicht. Das sehen wir früh genug, wenn wir wieder beide down sind. Und den müssen wir jetzt wieder die ganze Map neu spielen müssen. Ja. Müssen wir den jetzt umschießen? Ja, ich denke, mit Maske halt, ja? Wie lautet denn die Mission? Ja, mach mal. Ich hab's schon. Wie ist denn die Mission? Haben wir hier noch keine Ahnung! Töte Offizier, wenn er Informationen erhalten hat. Hat er die Informationen erhalten? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich dachte, du achtest ein bisschen drauf. Ich musste hier das ganze Zeug anstellen. Gleich ist er weg. Wir kriegen ihn nicht mehr. Oh mein Gott. Ja, jetzt ist er weg. Ach, der kommt wieder. Ich glaube nicht. Ich glaube doch. Das wird zu einfach. Gut. Dann haben wir gleich eine super coole Kaschine. Du gehst auch auf den falschen Turm zu, oder nicht? Nein, ja, ich... Alles gut. Bleib in Deckung. Ich hab. Ja, genau. Da haben wir mit der Panzerfaust umgeschossen. Ich bräuchte deine Hilfe. Hi. Danke. Den nicht, ja? Nee. Schade, dass ich hier aufgenommen habe.